Drohnen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit und fangen oft ungeplante Momente aus der Luft ein. Sie haben ein Händchen dafür, das Unerwartete festzuhalten. In unserem heutigen Video werfen wir einen Blick auf die erstaunlichsten Dinge, die von Drohnen aufgenommen wurden. Seven. Drohne fängt Stafford Raubüberfall ein. Ein bedeutender Durchbruch für die Strafverfolgung in Stafford County, Virginia, ereignete sich im April 2023. Das Stafford County Sheriff's Office setzte eine Drohne ein, um die Verdächtigen eines Raubüberfalls festzunehmen, die in den Wald geflohen waren. Dies war ein bemerkenswerter Meilenstein in der Nutzung von Lufttechnik für Ermittlungszwecke. Der innovative Einsatz der Drohne wurde zu einem Wendepunkt, als sie die Verdächtigen im dichten Wald aufspüren konnte. Mithilfe von Wärmebildern konnte die Drohne den Standort der flüchtenden Personen genau bestimmen. Die Verdächtigen wurden mitten in der Verfolgung gefangen genommen, identifiziert und schließlich von den Polizisten am Boden festgenommen. Das Sheriff's Department, das mit einem Dutzend Drohnen und einem Team von 15 ausgebildeten Piloten ausgestattet ist, hob diesen Einsatz als einen der wenigen 100 Einsätze hervor, die von der Behörde durchgeführt wurden. Captain Ben Worcester betonte, dass sich der Drohneneinsatz in erster Linie auf das Aufspüren von Flüchtigen oder Personen in gefährlichen Situationen konzentrierte und nicht auf kleinere Vergehen. Während der Einsatz von Drohnen in allen Strafverfolgungsbehörden zugenommen hat, hat das Stafford County Sheriff's Office den effektiven und verantwortungsvollen Einsatz in einem Szenario mit hohem Einsatz gezeigt. Das erfolgreiche Ergebnis bei der Festnahme von Raubverdächtigen unterstreicht die wertvolle Rolle, die Drohnen bei der Strafverfolgung spielen, indem sie die öffentliche Sicherheit erhöhen und bei den Ermittlungen helfen. 6. Fahrzeug in einem Erdloch. Sintflutartige Regenfälle und heftige Winde haben Kalifornien heimgesucht und die Gefahr von Überschwemmungen und Schlammlawinen heraufbeschworen, was zur Evakuierung zahlreicher Einwohner und zu weitreichenden Stromausfällen führte. Mehr als 33 Millionen Kalifornierinnen und Kalifornier sahen sich aufgrund der extremen Wetterbedingungen erhöhten Risiken ausgesetzt. Drohnenaufnahmen aus Chatsworth zeigten ein erschütterndes Bild. Ein Fahrzeug, das einem Jeep ähnelte, war in einem Erdloch gefangen und die Straßen waren durch die Flut stark beschädigt. Lokale Quellen berichteten von dramatischen Rettungsaktionen, bei denen die Feuerwehr zwei Personen erfolgreich rettete, während sich zwei weitere aus dem Sinkloch befreien konnten. Die sichtbaren Auswirkungen dieses Unwetters haben zu erheblichen Störungen und Gefahren geführt und unterstreichen die Herausforderungen, denen sich die Gemeinden in den betroffenen Gebieten gegenübersehen. 5. Der Generalstabschef der 3. Armee erläutert den Abzug aus dem Irak. Am 2. April 2010 informierte Generalleutnant William G. Webster, kommandierender General der 3. Armee, die Medien im DOD Press Briefing Room. In der Diskussion ging es um die Beteiligung der 3. Armee am verantwortungsvollen Abzug aus dem Irak, die Verstärkung in Afghanistan und die Umstrukturierung der Armee. Die Region der 3rd Army erstreckt sich über ein Gebiet von mehr als 11,7 Millionen Quadratkilometern, was der 1,5-fachen Größe des amerikanischen Festlands entspricht, und umfasst 20 Länder und 4 Zeitzonen. Sie besteht aus 42 ethnischen Gruppen, die in 60 Sprachen kommunizieren. Für die Verlegung von Ressourcen aus dem Irak nach Afghanistan hat die 3. Armee einen umfassenden Umverteilungsplan umgesetzt. Seit Mai 2009 wurden 2,8 Millionen Ausrüstungsgegenstände der Organisation und des Theaters, 88.000 Transportcontainer und 40.700 Fahrzeuge und 85.000 US-Soldaten verlegt. Außerdem transportierten sie mehr als 1 Million Gegenstände, darunter Fahrzeuge, Reparaturteile, allgemeine Versorgungsgüter und Absperrmaterial. In Vorbereitung auf den Afghanistan-Einsatz
koordinierte die 3. Armee aktiv mit verschiedenen Behörden, um die Lieferung der richtigen Ausrüstung sicherzustellen. Zu diesem gewaltigen Unterfangen gehörten die geplante Aufstockung der US-Streitkräfte um 30.000 Mann, zusätzliche 5.000 minengeschützte Fahrzeuge, die Einrichtung von 3 großen Verteilungszentren und das innovative Door-to-Door-Programm, mit dem wichtige Ausrüstungsgegenstände aus dem Irak nach Afghanistan gebracht werden sollten. Vor hängende Särge. In den entlegenen Gebieten des Landkreises Wuxi am Dongxi-Fluss im südwestchinesischen Chongqing wurden 24 Särge gefunden, die in Höhlen in den Klippen versteckt sind. Diese Särge, Relikte aus der Zeit vor rund 2000 Jahren, befinden sich in einem einzigartigen Raum, der vor direktem Sonnenlicht geschützt ist und in dem eine gleichbleibend luftige, regenfeste und trockene Umgebung herrscht, die den Erhalt dieser historischen Schätze gewährleistet. 1980 wagten es ein Professor und ein Student, einen Sarg herauszunehmen und stellten fest, dass er aus dem seltenen Nähenholz gefertigt war. Sie entdeckten, dass alte Handwerker das Holz kunstvoll in 2 Hälften geteilt hatten, indem sie die ausgeklügelte Technik der Schlitz- und Zapfenverbindungen anwendeten. Bei der Untersuchung des Sarges kamen die Überreste eines Jungen und eines Mädchens zum Vorschein und daneben 3 wertvolle Bronzegegenstände. Diese Entdeckung eröffnete faszinierende Einblicke in die Bestattungsbräuche und die Holzbearbeitungskünste der alten Zivilisationen. Es liegt auf der Hand, dass diese Hängesärge, die in der Antike BAI verschiedenen ethnischen Gruppen in Südchina beliebt waren, nicht nur von Bestattungsbräuchen erzählen, sondern auch von der Handwerkskunst und der kulturellen Tiefe derer, die vor uns kamen. 3. Drohnenrettung. Ein geplantes Training für australische RettungsschwimmerInnen mit einer Drohne verwandelte sich schnell in eine dramatische Rettungsaktion an der Küste von New South Wales, Australien. Jai Sheridan, ein Rettungsschwimmer, der die Drohne bediente, wurde schnell auf 2 junge Schwimmer aufmerksam, die sich inmitten der rauen Wellen und des 3 Meter hohen Seegangs in Not befanden. Unter der Leitung von Sheridan erreichte die Drohne die Schwimmer innerhalb weniger Augenblicke. Die Videoaufnahmen der Drohne zeigen, wie eine gelbe Rettungskapsel freigesetzt wird, die sich bei Kontakt mit Wasser aufbläst. Den Schwimmern gelang es, die Kapsel zu ergreifen und sie als Stütze zu benutzen, während sie zum Ufer zurückschwammen. Obwohl sie erschöpft waren, blieben sie unverletzt, wie die aus Freiwilligen bestehende Organisation Surf Life Saving New South Wales bestätigt. Eine bemerkenswerte Leistung, denn die gesamte Rettungsaktion dauerte nur 70 Sekunden, während die Rettungsschwimmer normalerweise mehrere Minuten gebraucht hätten, um zu reagieren. Die Drohne, die an dieser Rettungsaktion beteiligt war, ist ein unbemanntes Luftfahrzeug namens Little Ripper, das nicht nur für solche Einsätze eingesetzt wird, sondern auch Teil eines größeren Programms zur Erkennung von Haien an australischen Stränden ist. Mit einem Algorithmus ausgestattet, kann die Drohne automatisch Haie im Wasser erkennen. Diese Innovation hat laut Michael Blumenstein, Professor an der University of Technology Sydney, der die Entwicklung der Hai-Suchsoftware geleitet hat, noch weiteres Potenzial. Er betonte die außergewöhnlichen Fähigkeiten dieser Drohnen im Wasser, vor allem unter schweren Bedingungen oder in Notfällen, in denen Menschenleben in Gefahr sein könnten. Die Software könnte sogar so entwickelt werden, dass sie automatisch Personen in Not im Wasser aufspürt und so zu einem wichtigen Hilfsmittel für RettungsschwimmerInnen werden könnte. 2. Weißer Hai kreuzt neben einem Schwimmer. In den Küstengewässern vor dem New Brighton State Beach in der Monterey Bay bot sich ein atemberaubender Anblick, als ein 3 Meter langer weißer Hai anmutig durch das seichte Wasser glitt und sich neben einen Schwimmer schob. Der Hai schien die Anwesenheit des Menschen nicht zu bemerken und bewegte sich lässig in seinem Revier, möglicherweise um sich in den gemäßigten Gewässern aufzuwärmen. Angesichts dieser faszinierenden, aber potenziell bedrohlichen Szene
beschloss das Team vor Ort, den Schwimmer unbedingt über die Anwesenheit des Hais zu informieren. Oberste Priorität hatte die Sicherheit, obwohl am Ufer bereits Warnschilder aufgestellt waren. In der Abwägung zwischen dem Bedürfnis nach Vorsicht und dem Wunsch, keinen Alarm auszulösen, sahen sie es als ihre Aufgabe an, nach der Sichtung zu handeln. Weiße Haie, die vor allem für ihre Vorliebe für das warme Flachwasser bekannt sind, führen zu gelegentlichen Interaktionen mit Strandbesuchern wie Schwimmern, Surfern und anderen Wassersportlern. Trotz dieser Interaktionen ist es wichtig zu wissen, dass diese Haie ein wichtiger Teil des marinen Ökosystems sind und eine wichtige Rolle für die Gesundheit und das Gleichgewicht der Ozeane spielen. Ihr Verhalten in der Nähe von Menschen in Küstengebieten ist in der Regel nicht aggressiv und hauptsächlich auf Erkundung ausgerichtet. 1. Verdächtiger Dieb versteckt sich im Gully. In Fayette County spielte sich eine dramatische Szene ab, als ein mutmaßlicher Dieb vor den Strafverfolgungsbehörden floh, nachdem er erfolglos versucht hatte, Pakete von einer Veranda zu stehlen. Die Verfolgungsjagd führte zu einem Regenwasserkanal, in dem der Verdächtige Zuflucht suchte, woraufhin die Polizei Drohnen einsetzte, um seine Bewegungen zu verfolgen. Der Verdächtige, der nach einem Unfall mit Fahrerflucht in der Stadt Tyrone geflohen war, versuchte sich den Behörden zu entziehen, indem er sich in einem Regenwasserkanal versteckte. Trotz wiederholter Warnungen der Beamten und eines Versuchs, die Person mit Pfefferspray herauszulocken, verschanzte sich der Verdächtige im Gully. Die Aufnahmen der Drohne zeigen, dass der Verdächtige sich weigerte, herauszukommen. Erst als die Polizei eine K-9-Einheit namens Achse in den Gully schickte, gab der Dieb schließlich auf. Nach dieser unkonventionellen Festnahme wurde der Verdächtige untersucht, um festzustellen, ob der Hund ihm Verletzungen zugefügt hatte und um ihn gegen den Kontakt mit Pfefferspray zu behandeln. Nach der ärztlichen Untersuchung wurde der Verdächtige offiziell in das Gefängnis von Fayette County gebracht. Die Polizei von Fayette County lobte den erfolgreichen Einsatz der Drohnentechnologie, die es den Polizisten ermöglichte, die Bewegungen des Verdächtigen zu verfolgen und ihn sicher aus dem Abfluss zu ziehen. Welche Drohnenentdeckung fandest du am interessantesten? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Wenn du das Video magst, gib ihm einen Daumen hoch. Wenn du mehr Videos von uns sehen möchtest, klicke auf eines auf dem Bildschirm oder schau dir unseren Kanal an. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.